Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, wir annektieren gerade hier Bourbonnais, sind bei Foix oder wie es auch immer heißen mag, auf dem Weg in diese Richtung. Und ja, unsere nächsten Ziele sind dann schwierig, ne? Wir wollen wirtschaftlich etwas besser dastehen, arbeiten da dran, ne? Und haben unsere Armee verkleinert. Wir können mal gerade die Pause rausmachen, ne? Dann läuft's auch. Und sind unterwegs, dass wir... Oh, Sünde des Fleisches, was ist das? Hätte ihre Lippe röter sein können? Wohl nicht. Leise hört ihr im Hinterkopf die Fahnen. Ein Wort des Priesters und Theologen, ist da, wovon die Texte sprechen? Der Teufel in Gestalt einer Frau und die Verführung des Fleisches? Komisch, wie Teufel so sind. Diese hier sieht sehr wie ein Engel aus. Wie auch immer, ihr werdet da wohl in eurer nächsten Bericht besprechen müssen. Okay. Okay. Dann erhalten wir zwei Papstsanne. Das ist jetzt schwierig, ne? Ein Adliger aus der Familie de Valois mit einem Anspruch, schwach, wird Thronfolger. Wir verlieren 5 Papsteinfluss. Katholismus erhalten. Aber... ist das entscheidend hier? Ich weiß nicht. Ich halte ja nichts da so von, ne? Papsteinfluss, naja, übernehmen die unser Land, ne? Das wäre auch nicht gut, ne? Ach, wir nehmen mal das, gucken, was passiert. Nachfolge ist gesichert, ist auch gut. Wir haben noch hier einen mit stark. Verstehe ich nicht. Naja. Wir werden sehen. Ah, nationale Ideen können wir gleich weitermachen. Mit den anderen Sachen sind wir etwas schwächlich dran. Oh, hier geht auch gleich wieder was. Na dann. Sollten wir das schneller laufen lassen? Ich glaube schon, ne? Weil sonst können wir ja auch gerade nicht so viel machen, denke ich. Annexion bereiten wir vor. Wir sind schon 4,6% dran. Schon wieder einer gestorben. Schiffspion. Wir haben einen freien Beraterplatz. Okay, da müssen wir uns dann mal drum kümmern, glaube. Da machen wir Pause. Da ist einer von denen gestorben. Ja, dafür haben wir natürlich jetzt ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Was haben wir denn da möglich? 1, 2 und 2 dazu. Der kostet monatlich 1,3 und der kosten, die kosten 5,3. Das können wir uns schon mal gar nicht leisten, ne? Habe ich da jetzt gerade irgendwas falsch angeklickt oder sowas? Nein, ne? Oder? Ja. Achso, die anderen sind auch so teuer, dass wir die jetzt in diesem Moment nicht kaufen könnten. Und dann hätten wir natürlich dieses monatliche Geschichte auch noch am Hintern. Ja, nehmen wir den und fertig. Dann kriegen wir da auch einen Punkt mehr, ne? Das ist ja auch wichtig. Weiter geht's. Oh. Lesen wir mal. Da ist ein Kaiser neuer. Gucken wir mal to go to. Aha.
Ja, eine, die für den gewählt haben wahrscheinlich, ne? Oh, die Bayern hätten auch eine Stimme und das von Trier. Naja, das ist jetzt, glaube ich, für uns nicht so spielentscheidend. Wir gucken mal hier auch eine andere Karte gerade an. Das sieht doch besser aus, wenn wir das so sehen, oder? Da geht's weiter, vor allem auch schneller weiter. So, dann müssen wir gleich gucken. 57. Oh, ihr könnt eine nationale Idee, oder? Könnt in eine neue Idee investieren. Ja. Machen wir, ne? Quartiermeister, auch schon wieder tot. Meine Güte. Bonus-Effekt. Oh, da müssen wir mal gerade anhalten. Das darf nicht so schnell weglaufen. Aha, Marokko. Sie wollen jetzt weiter übersetzen hier wohl. Die haben da ja schon ein Land, ne? Das hier Marokko, ne? Da wollen die da sich weiter breit machen. Tja. Vielleicht gehen wir da auch mal irgendwann hin, oder? Frankreich und Nordafrika, das ist ja so ein... Ne, Algerien. Ist ja ungefähr hier liegen, meine ich, ne? Da Tunesien war früher mal da und Algerien, glaub, daneben, oder? Vertue ich mich da? Ich glaube nicht. Heißt alles hier komisch, ne? Ja, hier ist Libyen und so, glaube, das müsste hier Algerien sein. Ja. Granada, Portugal und Tunesien sind die Feinde von denen. Oh, Rivalen haben sie Savoy auch. Interessant. Oh, mit den Ottomanen sind sie in Krieg und mit Portugal. Ist jetzt nicht so die Idealbesetzung, würde ich sagen, da was zu tun. Gut. Also, wir können was Neues bauen. Das wollen wir dann auch mal gerade anklicken. Wie sieht's denn aus so mit dem Markt oder sowas? Da geht schon nichts mehr. Lokaler Handelseinfluss plus 50. Hier ist ein Steuermodifikator. Das hört sich irgendwie besser an. Bis zu 20, da sogar 26. Und wie wäre es da? Oh. Ne, das ist der Handelseinfluss, ne? Aber was das an Geld abwirft, weiß dann auch wieder keiner, ne? Ja, da sind Wehrpflichtige. Vielleicht hier. Oder eher da. Machen wir da. Schon wieder im freien Beraterplatz? Oh Gott, der nächste ist gestorben. Da können wir uns jetzt keinen leisten, die sind alle zu teuer. Na, jetzt Militär, ne? Warten wir mal. Jo. 60% ist das hier schon fortgeschritten, das ist ja auch schon mal was. 161 gleich da unten, dann können wir da gleich weitermachen. Die nächste Annexion vorantreiben und dann müssen wir uns mal um die Provence als nächstes dann kümmern, oder? Da. Na, König.
Anhalt gegen Thüringen. Wow. Nichts Spielentscheidendes, oder? Gucken wir weiter hier. Provence, das war auch Provence, ne? Ja, und hier unten haben sie nochmal zwei. Ja, sollten wir gucken, dass wir das hinkriegen. Bevor die Zeit rum ist, gucken wir mal. Wir sollen die bei uns durchlassen, die Portugiesen. Die standen ja schon mal im Land und haben uns was wegnehmen wollen. Nee, die nicht. Savoy läuft hier gerade durch die Gegend und kämpft da, oder wie sehe ich das? Oh, da müssen wir mal gucken, warum. Savoy greift da an. Interessant, die haben uns ja gar nicht gerufen, oder? Die haben Provence als Feind und sonst niemanden. Tja. Sind aber verbündet mit England. Okay, das kracht dann gleich erstmal wieder richtig. Eine Staatsehe mit England und Frankreich. Ja, das ist schon mal schlecht, wenn die mit uns eine Staatsehe haben. Deswegen sind wir wahrscheinlich nicht gerufen worden. Aber da halten wir ja still. Gut, 172, 95, 174 ist gleich so weit, dass wir eine Annexion haben. Um einen großen Reich beizuführen, kann es zu vielen Anpassungen. Ja, klar, kann es. Okay, haben wir geschafft. So. Ja, da kam die eine Armee letztens auch an Auvergne nach. Ja, ne? Das waren die Truppen von denen, die dann überschrieben sind. So, er ist frei. Das heißt, ich würde jetzt die Beziehung hier weiter verbessern. Ja, denke ich mal schon, ne? Ach, die Frankreichs Meinung ist schon ziemlich gut, sehe ich gerade. Okay, das wird dann noch etwas schwierig, ne? Jetzt habe ich wieder das gleiche aufgemacht, kann das sein? Das wollte ich auch mal. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nichts machen, ne? Brauchen wir nicht machen. Ja, ich glaube, da müssen wir erst noch gerade einen Moment laufen lassen, bis der Kollege da frei ist, und dann können wir ja vielleicht. Schon wieder war er gestorben, Befehlshaber. Mann, 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 Mann. Gut, jetzt gucken wir erstmal hier oben. Und wieder neuen Anführer. Ja. Ist auch nicht gerade der Bringer, ne? Aber besser wie gar nichts.
daneben geklickt, dahin und dann den Anführer auswählen. Gut, dann haben die auch wieder einen Anführer. Diplomaten haben wir frei, da stand eben, aber es wäre keiner frei. Tja. Ja, lassen wir so erstmal dann. Oh, haben wir 4 Kardinäle? Wow. Muss ich mir Sorgen machen, ne? Okay. Können wir nochmal? War schon ziemlich viel, ne? Brieflichen Einfluss, wow. Vierzig kostet das, den Herrscher segnen. Gut, lassen wir erst weg. Na, warten wir erstmal ab, was da unten in Foix passiert, ne? Das hier ist das ja. Da müssen wir noch weiter durch. Kriegen wir aber hin. Lassen wir mal laufen. Hier ist natürlich Rami Demi. Aha. Savoy hat das geschafft. Feinde der Aufklärung. Anzahl der Aufklärung. Wissen ist Macht, das denke, sehe ich auch so. Nationale Unruhen werden da gestärkt. Da verlieren wir 10 Prestige. Haben wir 12. Nehme ich. Ist jetzt egal, aber da bauen wir noch einen Tempel. Nee, das ist. Was läuft denn hier? Da läuft denn hier dabei. Ah ja, Cosmopolitan wird da eingeführt. Okay. Können schon wieder was bauen, das ist doch auch schön. Gucken wir nochmal rein. Machen wir gerade ein bisschen langsam, wenn wir bauen. Da wäre 23. Und hier unten 26 wäre aber die einzigste Möglichkeit. Und irgendwie kommt es mir vor, als ob das jetzt nicht die ideale Sache wäre. Ich glaube, ich mache das hier den Tempel reinbauen, oder? Schatzmeister gestorben. Geht das Geld auch noch zurück, hä? Obwohl hier unten der lokale Handelseinfluss natürlich besser wäre. Ach, da können wir aber nicht mehr dann, okay.
Was diese 3.36 jetzt besagt, weiß ich nicht. Handelseinfluss ist echt total primitiv, da müssten wir unwahrscheinlich was dran tun. Hier oben wären 2 dabei. Champagner, okay. Guck mal, da wären sogar 2.2, aber... Okay. Da oben auch, das gehört zum Ärmelkanal, oder? Ja. Und dieser hier, Champagner. Genua kündigt wahrscheinlich wieder Militärzugang auf. Ja, okay, lass das so sein. Ach, ich glaube, ich gehe hier lieber hin. Und gehe hier ins Zentrum und fertig. So, weiterlaufen lassen. Ist gleich schon wieder was machbar. Wie sieht es denn hier auf unserem anderen Reiter aus? Ah, die Schweizer haben das auch aufgekündigt. Auch egal. Der Handel ist super schlecht. Wie schaut es hier aus? Da passiert auch gerade nichts. Und die haben wir ja schon. Gut. Läuft. Schlecht oder recht, oder wie soll man sagen? Oh, die... Es ist Savoy, ist das, die da gerade richtig zu lang, ne? Da müssen wir uns doch was überlegen, denke ich mal, was wir da machen. Ob wir da irgendwie mit einsteigen oder sowas. Eine Provinzverbesserung können wir noch bauen. Ja, hier unten wäre noch eine möglich. Da würde ich aber eher das mit dem Dock machen, wenn das da nicht schon ist. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt macht er das auch noch. Na komm, spielt auch keine Rolle, lass so laufen. Gut, Savoyen breitet sich hier weiter aus. Ich denke mal, das sind die. Sieht man jetzt zwar von der Farbe her nicht, dass es unbedingt so ist, aber ich glaube, da sollten wir schon mit irgendwie wirken noch. Zurzeit sind wir in der Pause und unterbrechen das und nächstes Mal überlegen wir, wie wir da weiter vorgehen mit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.